Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zu einem Spontanorakel, in dem wir einfach mal schauen möchten, ja, was jetzt so wichtig für dich wird für die nächste Zeit. Ich beziehe mich jetzt energetisch mal auf die nächsten 2 Wochen, was ich da für dich zeigen möchte. Ich beginne mit einer Ausgangssituation, wie es gerade bei dir aussieht, egal jetzt in welchem Lebensbereich. Das ist eine vollkommen allgemeine Legung. Ja, und dann kannst du trotzdem schauen, ob du dich hier in der Reisegruppe angekommen fühlst oder nicht. Wir schauen, wie gesagt, auf jeden Lebensbereich. Du bedenkst bitte, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit dir in Resonanz gehen. So, ah ne, wisst ihr was? Ich beginne mal mit dem Before-Tarot. Irgendwie sagt mir gerade mein Gefühl, dass das hier für den Start das bessere Deck ist. Okay. Also, wie ist es aktuell bei dir, in deinem Leben, in der Liebe, beruflich, vollkommen egal, um was geht's hier? Oh, die Mangelkarte. Also es könnte sein, dass du dich ja gerade massiv im Mangel fühlst, dass du dich einsam fühlst, dass du dich alleine fühlst. Ja, man sieht das auch hier so schön, dass man so ein bisschen auch gerade so diese Hoffnung, ne? Wir haben hier so einen Hund, der hier durch die Kälte läuft. Hund steht ja auch für Treue, für Vertrauen, für Loyalität. Hier sehe ich gerade noch an der Unterseite ist der Hierophant. Der Hierophant, da geht es um den Glauben an sich. Und es ist gut möglich, dass du hier gerade so ein bisschen die Hoffnung aufgibst, ne? Du schaust ja auf dieses helle Licht. Und irgendwie fühlst du dich aber hier so ein bisschen vom Glück verlassen, ne? Du fragst dich hier, ja, was ist eigentlich gerecht, ne? Vielleicht fühlst du dich tatsächlich vom Schicksal so ein bisschen betrogen, so alleine gelassen, ne? Als ob das Glück immer an dir vorbeizieht. Du fragst dich, ja, was hast du alles in deinem Leben getan? Du unterziehst dich vielleicht auch so einer eigenen Schicksalsüberprüfung. Wofür könntest du jetzt vielleicht die und die Lektion kriegen? Und wie hast du gehandelt in deinem bisherigen Leben? Und was bekommst du jetzt eventuell zurück? Also es ist auch hier, ist doch eher eine sehr traurige Energie, aber mit dem Hierophant auch wieder so eine hoffnungsvolle Energie. Oder auf der einen Seite bist du hier gerade so hoffnungslos und fühlst dich so vom Glück verlassen. Und auf der anderen Seite, ja, hoffst du vielleicht doch noch drauf, dass das Glück hier gerade so, ja, auch den Weg zu dir findet, ne? Also aktuell fühlst du dich hier eher, ja, ziemlich alleine, ziemlich vom Glück verlassen, ziemlich unsicher, ängstlich, alleine einfach, ne? Auch sehr im Mangel. Das könnte jetzt finanziell sein, das könnte zwischenmenschlich sein, das könnte beruflich sein, vielleicht auch gesundheitlich. Vielleicht geht es dir da auch überhaupt nicht gut, ne? Also wenn du hier dich vom Gefühl oder in deinem Leben aktuell so fühlst, dann schauen wir jetzt mal hier in dem Orakel, wie es hier für dich weitergeht. Wie entwickelt sich denn deine Situation innerhalb der nächsten 14 Tage? Wie entwickelt sich deine Situation? Ja, hier haben wir nämlich genau diese Selbstüberprüfung, auch diese Kritik. Oder du musst vielleicht gerade auch ziemlich viel Kritik von außen einstecken. Du fühlst dich kritisiert, du fühlst dich angegriffen, du fühlst dich ständig, ja, einfach, wie gesagt, so ein bisschen, ja, dass man dich so ein bisschen auf dem Kieker hat, ne? Es kann aber, wie gesagt, auch sein, dass du das gerade mit dir nicht gut zu reden ist oder dass du dich hier zurückziehst. Und wenn du, dass du hier vielleicht auch gerade in der Kommunikation sehr herausfordernd bist oder dass du hier halt auch klar Linien ziehst, dass du sehr klar in deiner Kommunikation bist, aber vielleicht auch nicht gerade hoch emotional, ne? Das kann aber sein, dass das noch kommt, weil der Bube der Schwerter ist auch eine Energie, die hilft abzugrenzen. Ne? Vielleicht fühlst du dich auch im Mangel, weil jeder immer was von dir wollte oder weil man dich eben ständig kritisiert hat, weil man dich nur ausgenutzt hat. Und jetzt ist es gut möglich, dass du hier eine klare Linie ziehst, dass du anfängst, Dinge auch klar zu analysieren, genauer zu durchschauen. Du bist wahrscheinlich zwar schon in einer gewissen Traurigkeit, aber du versuchst trotzdem, die Situation auch wirklich genau zu überprüfen. Warum ist das so? Warum konnte sich das so entwickeln? Warum fühle ich mich so? Wer hat dafür gesorgt, dass ich mich so fühle? Welche Auslöser gab es? Welche vergangenen Situationen etc.? Ne? Also du gehst ja auch klar in die Analyse, du grenzt dich aber auch sehr klar ab. Wir schauen mal weiter. Wie entwickelt sich deine Situation innerhalb der nächsten 14 Tage? Ja.
Also wahrscheinlich sollte man sich momentan mit dir nicht so anlegen. Klingt zwar jetzt auch ein bisschen hart, aber es könnte wirklich gut sein, dass du hier gerade so ein bisschen auch mit Kämpfen zu tun hast oder in der nächsten Zeit hier sehr klar auftreten wirst, ne? Es kann aber, wie gesagt, auch gut möglich sein, dass hier Konflikte von außen auf dich zukommen, denen du dich aber absolut entgegenstellen wirst. Also du wirst ja auch nicht mehr gute Miene machen. Du wirst dich durchsetzen, du wirst sehr klar kommunizieren. Du, ja, ich glaube, du fängst jetzt an, dein Schwert zu ziehen. Das Schwert der Wahrheit, das Schwert der Klarheit, das Schwert der Entscheidung, das Schwert der Abgrenzung. Ich denke auch, dass du hier Dinge auf den Tisch bringst oder auch Dinge ans Licht bringst, die vielleicht lange auch unterschwellig in dir waren. Ne? Es könnte sicherlich auch von außen Konfliktsituationen auf dich zukommen, das schließe ich nicht aus. Aber selbst da wirst du dich ja klar durchsetzen und behaupten. Wenn es sich hier um Rechtsstreitigkeiten handelt, könnte es auch noch mal ein bisschen heiß zugehen. Aber auch da hast du hier jemanden an der Seite. Das könnte jetzt ein älterer oder mittelalterer Mensch sein, Mann wie Frau, der hier auch für dich einstehen wird. Ne? Wir schauen mal weiter. Welche drei Karten werden hier noch wichtig? Ach, guckt mal, der Stern. Ist das nicht schön? Also du bist ja auf jeden Fall beschützt. Egal welche Situationen sich hier zeigen, du bist beschützt. Hier zeigt sich gutes Zukunftspotenzial. Es kann auch bedeuten, dass du jetzt anfängst, für deine Wünsche und Ziele zu kämpfen. Dass du jetzt wirklich beginnst, dich hier ganz klar für dich einzusetzen. Du willst, ja, du willst dir dein Glück vielleicht auch nicht mehr kaputt machen lassen von anderen. Wir sind ja momentan auch in einer sehr interessanten zeitlichen Phase mit Jupiter-Uranus-Konjunktion im Stier. Und das kann natürlich auch für plötzliche Glücksmomente oder Wunscherfüllungen stehen. Und es ist halt gut möglich, dass du hier tatsächlich jetzt anfängst, für dein Glück zu kämpfen oder dir deine Zukunftsvision klar zu visualisieren. Der Stern steht auch für die Vision an sich. Wo möchte ich hin? Ne? Wo folge ich meinem, ja, Leitstern? Ne? Wo soll es, wie gesagt, für mich hingehen? Und wie gesagt, entweder war das bisher tatsächlich schwierig, dass sich deine Wünsche erfüllt haben und du da tatsächlich immer kämpfen musstest. Und entweder sagst du jetzt, ich kämpfe nicht mehr für mein Glück oder ich setze mich jetzt ganz bewusst noch mal für eine Sache ein. Wir schauen jetzt mal weiter, ihr Lieben. Zwei Karten hätte ich gern noch. Die Mäßigkeit, ja. Das ausgewogene Prinzip. So fühlte sich das auch gerade die ganze Zeit an. Ich hätte mal noch gerne eine Karte. Der Gehängte. Ja, oh Wahnsinn, hier haben wir das Gericht. Das haben wir hier an der Unterseite. Die zwei Stäbe. Was ich hier total spannend finde, ist, ich glaube, die nächsten 14 Tage könnten hier nochmal in dem Sinne eine gewisse Herausforderung sein für dich, dass du versuchst, ein Gleichgewicht herzustellen im Bereich deiner Wunscherfüllung, im Bereich der Gerechtigkeit auch. Des ausgleichenden Prinzips. Der Gehängte steht dafür, ist der Hinweis, dass du deinen Blickwinkel ändern darfst in einer Situation, die dich hier momentan so ein bisschen ausbremst oder die dir das Gefühl gibt, dass du hier so ein bisschen vom Glück ausgeschlossen bist. Es geht um das Thema Heilung. Es geht darum, ja, in eine gewisse Erlösung zu kommen, zu vertrauen. Das Judgment ist so wirklich dieses: Ich vertraue, ich gebe mich hin, ich vertraue, dass ich auch aufgefangen werde. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass du hier versuchst, auch aus einer seelischen Tieflage rauszukommen. Du suchst ja nach Wegen, du suchst nach Möglichkeiten, weil die zwei der Stäbe ist so eine beobachtende Energie, die sagt, wo will ich hin? Ich beobachte noch. Ne? Man hat hier so die Weltkugel und man geht aber noch nicht los. Man hat hier zwei Stäbe, an denen man sich hier irgendwo, zwischen denen man steht. Vielleicht gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, zwischen denen du dich entscheiden kannst. Und man hat hier irgendwie schon viele Möglichkeiten und das ist ja auch bewusst.
Aber so richtig losgehen tust du hier noch nicht. Du beobachtest noch eine Situation oder eine Energie. Also aktiv wirst du noch nicht, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass du dir schon klar wirst, was du willst, welche Wünsche jetzt erfüllt werden dürfen, welche Wünsche du ja auch ganz speziell in deiner Hand hast und welche nicht. Also dir wird auch das Thema Macht und Ohnmacht, ne? Das Judgment ist auch eine Pluto-Energie. Aber ich glaube, in erster Linie ist es hier ganz, ganz wichtig für dich, dass du aus dieser stagnierenden Energie rauskommst. Du fühlst dich hier, oder sagen wir mal so, es kann gut möglich sein, dass du dich halt momentan noch total gehangen fühlst. Und innerhalb der nächsten 14 Tage zeigt sich hier eine Möglichkeit, in die Heilung zu kommen, dass du nochmal für dich in die Auferstehung kommst. Pluto, ne? Aus der eigenen Asche auferstehen. Und vielleicht ist es noch nicht ganz so, dass du dann sofort weißt, wo es für dich hingehen soll. Oder es zeigt sich hier tatsächlich ein Weg in eine Wunscherfüllung. Und selbst da weißt du dann aber nicht, ob es wirklich das ist, was dich glücklich macht. Aber ich nehme es hier eher so ein bisschen als heilende Energie wahr. Du bist auf der einen Seite innerlich, könnte es sein, dass du da auch noch ein bisschen wütend bist. Dann nehme ich hier eine gewisse Traurigkeit wahr. Und du versuchst hier so ein Mittelding für dich zu finden. Und das wirst du aber innerhalb der nächsten 14 Tage ganz klar hinbekommen, ne? Dass du hier wieder neues Vertrauen findest in das, was geschieht und geschehen soll. Ich lasse jetzt hier mal noch Klärungsenergien springen. Guckt mal, das gibt's ja nicht. Wir haben wieder den Gehängten und den Hierophanten. Du bekommst hier eine Erleuchtung. Dir wird ein Weg von, also man leuchtet dir einen Weg. So nehme ich das wahr. Du kriegst von außen irgendwie Unterstützung. Es könnten hier Berater sein. Das könnten Unterstützer sein. Das kannst du aber auch mit deinen eigenen Gedanken sein. Man hat hier, ja auch hier, ne? Der Gehängte kriegt hier Unterstützung. Irgendetwas wird hier ein ausgewogenes, faires Prinzip. Das ist auch so ein bisschen wie Karma. Guck mal, an der Unterseite habe ich die Hohepriesterin. Naja, spannend. Also hier geht es wirklich um Karma. Hier geht es darum, dass du jetzt wahrscheinlich auch das erntest, was du durch deine eigenen Handlungen auch gesät hast. Und vielleicht war es bisher wirklich so, dass du dich echt vom Schicksal ausgebeutet gefühlt hast oder nicht fair behandelt gefühlt hast. Und jetzt wandelt sich das so ein bisschen. Jetzt geht es hier in einen Ausgleich. Ich hätte mal gerne noch eine Klärungsenergie für den Ritter der Schwerter. Ja, der Magier. Guckt mal. Hier wird, also das ist ja für mich immer so die Karte des Alchemisten. Hier kommen plötzlich unverhofft, das ist so ein bisschen die Zaubererkarte für mich, ne? Du setzt dich jetzt dafür ein, mit den Ressourcen und den Möglichkeiten, die du hast, etwas zu zaubern. So ein bisschen der MacGyver-Effekt, ja? Dass du wirklich sagst, okay, das, was ich jetzt habe, jetzt versuche ich hier wirklich das Beste draus zu machen. Du fängst an, für das einzustehen, für dein Glück zu kämpfen, dir auch Visionen zu machen, wo es für dich hingehen soll. Es kann aber auch tatsächlich sein, und das finde ich gerade sehr, sehr interessant, mit dem Hierophanten und dem Markier, das ist für mich auch die Konstellation, gerade hier auch mit dem Stern, das ist für mich auch die Konstellation der plötzlichen Wunscherfüllung, als ob sich hier plötzlich etwas auftut für dich, womit du eben gar nicht mehr gerechnet hast. Wir schauen mal weiter. Eine Klärungsenergie für den Stern bitte noch. Ja, genau. Die ganzen negativen Gedanken, die Ängste, die du hattest, wo du dir selbst im Weg gestanden hast. Das ist auch für mich die Karte der depressiven Verstimmung, der Depressionen. Vielleicht hattest du teilweise tatsächlich depressive Energien bei dir. Das löst sich ja auf. Das ist mit dem Stern, das ist für mich auch eine Heilungsenergie. Du stellst dich deinen Dämonen, du kommst wieder in eine hellere Zeit für dich. Wir schauen mal, weil auch die Mäßigkeit ist natürlich eine Heilungsenergie. Eine Klärungskarte für die Mäßigkeit, bitte. Eine Klärungskarte für die Mäßigkeit, bitte. Na, das waren jetzt zu viele, ihr Lieben. Eine Klärungskarte für die Mäßig. So, guckt mal hier, man fühlt sich angekommen, man fühlt sich stabil. Das ist auch die Karte der Hochzeit. Hier könnte es wirklich zu einer plötzlichen Wunscherfüllung kommen. Eine Klärungsenergie für den Gehängten, bitte. Die sieben der Münzen. Ja, man braucht hier lange Geduld oder ein Wunsch, den du schon lange hattest.
könnte sich tatsächlich hier erfüllen. Man erntet etwas hier und man verlässt eine alte Leidenssituation, man hat sich transformiert, man nutzt Chancen und Möglichkeiten, die sich hier auftun. Also wirklich das, und guckt mal an der Unterseite, das gibt es ja nicht, haben wir hier die Sonne. Ach, die Sonne ist der absolute Neubeginn. Es geht hier um Chancen, Möglichkeiten, um Wärme, um die Positivität, ja. Als ob sich jetzt hier wirklich plötzlich etwas auftut, womit du so nicht gerechnet hast. Noch bist du hier ziemlich so im Clinch oder in der Wut, in der Angst, in der negativen Energie. Und innerhalb der nächsten 14 Tage kann es gut möglich sein, dass sich das hier wirklich wandelt. Ich lasse jetzt hier mal noch eine Lektion deiner Seele springen. Um welche Lektion geht es in diesem Orakel? Was gilt es für dich noch mal genauer anzuschauen? Das Annehmen. Ich lerne die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Ne? Also vielleicht hast du das tatsächlich jetzt lernen müssen, dass du bestimmte Dinge ja einfach nicht ändern konntest. Ne? Und an der Unterseite haben wir das Leugnen. Ich stehe zu meiner Angst, setze jedoch bewusste Einsicht an ihre Stelle. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Also rechnet hier mit einem plötzlichen Wandel oder zumindest mit Chancen und Möglichkeiten, die sich hier auftun für dich, dass sich etwas wandelt in deinem Leben. Diese Traurigkeit, diese Einsamkeit. Ne? Ja, du gehst einen neuen Weg. So nehme ich das wahr. Du verlässt eine unglückliche Situation, eine unglückliche Energie. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine zauberhafte Zeit. Bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.